So, Peter Kracker ist hier von der TU Graz, Open Knowledge Foundation ebenfalls. Ah, die Folie wird noch besucht. Soll ich über Open Data Graphics die Leute was erzählen? Oder? Da ist es. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr über die Einladung und darf jetzt ein sehr konkretes Beispiel zu Open Data bringen. Und das ist im ersten Moment vielleicht nicht so naheliegend, aber ich möchte kurz über das Bienensterben sprechen. Auf Englisch Colony Collapse Disorder, das Mitte der 2000er Jahre, vor allem in Nordamerika, aber auch in Europa dokumentiert war, wo bis zu 80% der Bienenstämme gestorben sind. Und ja, ein Problem, das bis heute besteht. Man hat sich dann auf die Suche nach den Gründen für dieses Bienensterben gemacht und eine Gruppe um die Genetikerin Diana Cox Foster hat dann ein sehr interessantes, wie ich finde, Studiendesign entworfen. Sie haben gesagt, man nehme einmal Bienenvölker, die diesem Colony Collapse Disorder erlegen sind, quasi, auf der einen Seite, auf der anderen Seite nehme man gesunde Bienenvölker. Dann sequenziere man alle Mikroben, die in diesen Bienenvölkern vorkommen, vergleiche die Gensequenzen mit bekannten Mikroben und zum Schluss überprüft man dann, ob vielleicht Mikroben in einem der Fälle wesentlich öfters vorkommen, also signifikant öfter vorkommen, und dann hätte man einen möglichen Auslöser für das Bienensterben. Jetzt ist es eine sehr einfache Darstellung und alle anwesenden Mikrobiologinnen und Mikrobiologen mögen mir an dieser Stelle verzeihen. Es war natürlich eine sehr lange Studie, sie hat über 2 Jahre gedauert. Aber ein Problem hätte aus meiner Sicht selbst der beste Mikrobiologe, die beste Mikrobiologin nicht selber lösen können. Nämlich, wie wären sie an diese Millionen und Abermillionen an Sequenzen von Mikroben gekommen? Und in den meisten Disziplinen wäre an dieser Stelle Schluss gewesen. Ja, sie hätten dieses Forschungsdesign nehmen können, zusammenknüppeln und in einen Papierkorb werfen können. Der glückliche Fall ist allerdings, dass im Bereich der Gensequenzdaten es hier eine Übereinkunft gibt. Diese Übereinkunft stammt noch aus dem Human Genome Project heraus. Da hat man sich gesagt in der Community, aber auch in der Politik, dass es sehr wichtig ist für die Gesellschaft, aber auch für die Forschung, dass diese Gensequenzdaten öffentlich zugänglich sind und frei zugänglich sind und dass dies zu geschehen hat, sobald eine Gensequenz entdeckt wurde. Und um das auch in die Tat umsetzen zu können, haben sich die Herausgeberinnen und Herausgeber der Zeitschriften, wie auch die Konferenzorganisatoren verpflichtet, dies als Voraussetzung für die Publikation zu machen. Und es gibt 3 große Gendatenbanken, die europäische, die amerikanische und die japanische. Und mit Hilfe dieser Datenbanken ist es dem Forschungskollektiv dann auch gelungen, diese Gensequenzen abzugleichen. Und sie sind dann auf den Israeli Acute Paralysis Virus gekommen, der heute noch als ein wichtiger Indikator für das Colony Collapse Disorder gilt. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen Lust auf Open Data gemacht. Wir reden hier also von der Veröffentlichung von Forschungsdaten, die im Forschungsprozess entstehen. Und diese sollten im World Wide Web öffentlich zugänglich gemacht werden, ohne die Weiterverwendung stark zu beschränken. Die Vorteile, wie wir gesehen haben, sind einerseits Wiederverwendbarkeit, das heißt, diese Forschungsdaten können auch von anderen wiederverwendet werden, wie es auch im Bereich von Cox Foster passiert ist. Wissenschaft wird reproduzierbarer dadurch, das heißt, ich kann die Ergebnisse besser nachvollziehen. Und wie wir gesehen haben, ich kann eine riesige Metastudie auf dem gesamten Datenbestand durchführen, ohne diese Daten selbst noch einmal erheben zu müssen. Open Data ist somit ein wichtiger Bestandteil von Open Science, neben Open Access, Open Source und Open Methodology. Und weil ich den Begriff ja zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch mitgeprägt habe, möchte ich hier an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen eine Lanze für Open Methodology brechen. Also es geht natürlich nicht darum, dass man unreflektiert jetzt jedes Ergebnis, das man gerade herausgefunden hat, publiziert, ne? Sondern es geht schon darum, im Prinzip Wissenschaft
besser reproduzierbar zu machen. Ich möchte jeden hier einladen, also ich habe sie sowohl in den Wirtschaftswissenschaften als auch in der Informatik gemacht, ein Paper herzunehmen und selbst mit den Daten und eventuell vielleicht auch mit dem Source Code dieses Ergebnis, das in dem Paper beschrieben wird, dann auch tatsächlich zu reproduzieren. Sie werden in den meisten Fällen daran scheitern, im Grunde genommen darum, weil die Methodensektion zwar immer recht ausführlich ist, aber oft sehr wichtige Randbedingungen außer Acht lässt oder auch, weil der Wissenschaftlerin, die Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler in dem Moment gar nicht daran gedacht hat. Ja, wie kann man jetzt Daten sinnvoll im Web publizieren? Da hat sich eine Gruppe um den Chemiker Peter Murray Rust aus Cambridge Gedanken gemacht und herausgekommen sind die Panton Principles for Open Data in Science. Und im Prinzip besagen diese, es ist wichtig, die Daten klar zu kennzeichnen, sie unter eine bekannte oder auch für Daten nutzbare Lizenz zu stellen und möglichst wenig Einschränkungen für die Weiterverwendung zu definieren. Man kann diese Principles auch online nochmal nachlesen und sich dazu auch selbst schriftlich bekennen. Wie sieht die Situation für Open Data in Österreich aus? Wir haben hier eine klare Federführung der Verwaltungsdaten. Es gibt die Cooperation Open Government Data, aus der auch das Portal data.gv.at entstammt. Und was lange Zeit gefehlt hat, ist ein Portal, das für quasi Nicht-Verwaltungsdaten zugänglich ist. Und da gibt es seit kurzem das opendataportal.at. Das wendet sich eben an Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Vereine, generell an die Zivilgesellschaft, und hier ist es möglich, Daten frei und offen zu publizieren. Mit einem kurzen Blick auf die Referenzen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass die Diskussion so lebhaft und so bunt weitergeht wie bisher.